Freunde, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das Autovideo scheint euch ja ziemlich gut gefallen zu haben. Das freut mich auf jeden Fall, dass es wirklich so gut ankam, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich finde jetzt nicht, dass ich so krass rübergebracht habe, was jetzt das Teil alles für Vorzüge hat und halt auch nicht wirklich Fachwissen hatte. Aber auf jeden Fall danke für euren Support. Bin ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Und ja. So, ich habe jetzt mal eben kurz noch die Tür zugemacht, damit das nicht so raushalt. Und ja, was gibt's denn heute zu erzählen? Ich hatte ja schon neulich mal ein Video gemacht über Vote My Trip und wie das dieses Jahr aussieht. Das verlinke ich euch nochmal entweder auf der oder auf der Seite. Ich weiß es nicht mehr, irgendwo da oben. Ich hoffe jetzt mal, die Kamera ist nicht so dreckig, weil irgendwie bringe ich diese Linse immer hundertprozentig fusselfrei. Ich weiß nicht wieso, aber ich bringe sie immer fusselfrei. Auf jeden Fall habe ich ja da in dem Video schon mal erzählt, dass Vote My Trip unter Umständen nicht stattfinden kann dieses Jahr, als eben eventuell noch Reisebeschränkungen innerhalb der EU gibt, weshalb dann natürlich Schweden und Dänemark dementsprechend nichts wird. Und ja, deswegen aus diesem Anlass quasi habe ich mich mit unserem Urlaubskomitee quasi zusammengesetzt und wir haben uns mal überlegt, was könnten wir denn für den Fall, dass jetzt Schweden ausfällt, denn soll es doch so machen. Und da haben wir uns dieses Mal was ganz Spannendes überlegt. Letztendlich liegt diesmal die Entscheidung dann tatsächlich doch wieder bei euch. Und zwar habt ihr nämlich die Wahl zwischen drei möglichen Ausflugszielen innerhalb Deutschlands, die quasi für den Notfall, dass Vote My Trip so in der Form nicht stattfinden kann, dass wir quasi so einen Notfallplan, so einen Ass im Ärmel sozusagen haben. Deswegen habt ihr jetzt die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Zielen auszuwählen. Es gibt diesmal nur eine YouTube-Abstimmung, weil darüber kommen meistens die meisten Stimmen rüber und diese Strawpoll-Umfragen sehe ich dann eigentlich nicht mehr als Mods sinnvoll. Ihr habt drei mögliche Auswahlmöglichkeiten quasi. Das ist in diesem Fall einmal der Chiemsee, dann der Bodensee und als allerletztes noch die Region des Schwarzwalds. Und ja, ich bitte euch einfach mal abzustimmen dafür. Nur ein kleiner Hinweis vornherein, es kann sein, dass obwohl die Abstimmung von euch quasi anders ausfällt als unsere, dass wir trotzdem woanders hinfahren, aus dem Grund, dass sich das Ganze 2:1 wert. Wir haben schon eine Abstimmung getätigt, natürlich werde ich euch nicht sagen, für was wir abgestimmt haben, damit es quasi einigermaßen faire Bedingungen trotzdem sind. Und genau, stimmt einfach mal oben in der Infokarte, wie schon gesagt, ab. Ab jetzt ist es oben verlinkt. Eigentlich war es tatsächlich auch schon von diesem Video. Bitte euch einfach mal abzustimmen. Ja, dann werden wir mal sehen, was denn das Ergebnis sagt. Genau, das war's dann schon. Ansonsten verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen